Willkommen, liebe Golffreunde. Hallo, schönen guten Abend. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Jetzt sagen Sie mal, sind Sie auch schon mal betrogen worden? Ja, auf der Hebebühne. Da bringen Sie Ihr Auto in die Werkstatt, um ein Birnchen auswechseln zu lassen. Und anschließend sollen Sie 8 neue Reifen bezahlen. Ja, bestimmte Menschen sind von dieser Art Nepp besonders betroffen. Frauen. Denn viele denken, Frauen haben gar keine Ahnung von Technik. Wir wollen diesem Gerücht heute Abend mal auf den Grund gehen. Unser Thema heißt Frauen und Technik oder betrogen auf der Hebebühne. Begrüßen Sie mit mir Nana Fischer und Ihren Freund Checo. Ich will der Nana heute helfen, weil Technik ist für sie ein bisschen kompliziert. Ja. Na, Celko, herzlich willkommen. Bitte nehmt Platz. Ja, Celko, was ist genau mit Nanas Auto passiert? Warum fragen Sie denn nicht mich? Weil es um Frauen und Technik geht. Ne? Also, Herr Kaiser, ich finde echt schlimm, was die Mechaniker mit den Frauen so anstellen und wie die betrügen. Ne? Ja, es kann doch nicht sein, dass die Hälfte der Menschheit beschissen wird, bloß weil die keine Männer sind und deswegen keine blasse Ahnung haben. Ne? Ja. Oder? Ich finde es toll, wie Sie sich für Nana einsetzen. Das ist Ehrensache. Außerdem will ich wissen, wo die Flecken herkommen. Ne? Was für Flecken? Ja, zeigen Sie doch mal das Ding, was ich dem Mommsen gegeben habe. Ja, gut. Marco, da ist er. Marco Mommsen. Total irre, das Ding. Ja. Schaut mal, was das ist. Was das ist? Ja Gott, ein oller Putzlappen in Rot. Ein Body von der Nana. Ja, den hatte ich an, da wo ich das Auto aus der Werkstatt abgeholt habe. Ah. Daran hat sich der Mechaniker die Finger abgewischt. Ja. Nein, wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich habe mir selber die Finger dran abgewischt. Also, Herr Kaiser, nicht, dass Sie jetzt denken, ich wäre eine Schlampe oder Nö. Aber wo ich das Auto abgeholt hat aus der Werkstatt, da war das total versifft. Und das, was ich drüber hatte, wollte ich mir nicht versauen. Ja. Aber hier, ne? Hier. Das ist doch eindeutig eine Männerhand, ne? Eine Mechanikerhand. Und das hier, das ist ein Schraubenschlüssel. Ja, genau. Ah. Gut, Checo, Sie glauben also, der Mechaniker hätte Nana berührt. Ja, normal. Ja? Quatsch. Mann, Checo, du hast dir doch letztens am Gyros auch schon mal am Gyros da die Finger abgewischt an der Unterhose. Erst wollte er ja an meiner, aber da hab ich gesagt. Ich glaub dir. Gut, kommen wir zu dem Nepp, der Ihnen passiert ist, Nana. Sie wurden in der Werkstatt aufs Kreuz gelegt. Wie konnte das passieren? Ja, also das war wegen dem TÜV. ASO. ASO, Nana, TÜV ist was anderes. Sie war bei der ASO. ASO. Abgas, Sonderuntersuchung. ASO. Naja, normal ist es eine Sache von 10 Minuten, ne? Ja, dann ist doch eine Stunde draus geworden. Eine Woche. Das muss man sich mal vorstellen, Herr Kaiser. Ja. Der Typ hat hier sogar ein Schiebedach eingebaut, damit die Abgase besser abziehen. Hey, bitte. Gibt's doch gar nicht. Hätte nur noch gefehlt, dass er ihren neuen dritten Gang einbaut in ihren Automatiken. Ich hab doch gar keine Automatik. Ich hab einen VW. Wie heißt der nochmal? Golf. 2 Jahre kann den Namen immer noch nicht. Dabei ist es sogar das Sondermodell, Memory. Warte mal, habe ich jetzt einen Golf oder ein Memory? Schatz, VW Golf Memory. Egal, ich sag weiterhin meine Möhre. Ja, gut, was ist mit Ihrer Möhre passiert? Ja, also das war so. Nach einem Tag habe ich angerufen in der Werkstatt und wollte fragen, ob ich ihn abholen kann. Ja. Da sagt der Mechaniker mir, der Kamin müsste noch ausgewechselt werden. Der Kamin? Ja, oder wie heißt das Ding, wo der Rauch rauskommt? Wie heißt das nochmal? Zigarette? Nein, Schatz, Auspuff, Nana, Auspuff. Genau, der Auspuff. Ja. So, am zweiten Tag rufe ich wieder an, da heißt es dann, dass der Hut undicht wäre, urplötzlich. Der Hut? Zylinderkopfdichtung. Ja. Und am dritten Tag rufe ich wieder an, da sagt er mir, dass die Dinger da vorne dran noch repariert werden müssten. Ja, welche Dinger? Die den Schein werfen. Ja, genau, die Dinger.
Herr Kaiser, die Dinger, die den Schein werfen, das ist das Problem. Dass die Dinger keinen Schein geworfen haben. Ja, und wie die geworfen haben, die waren nämlich gar nicht kaputt. Genauso wenig wie der Kamin. Auspuff. Ein Teufelskreis. Also halten wir mal fest, das Auto war in Ordnung, es gab gar keine Probleme mit dem Auto. Ja, ich bin am Tag vorher mit dem Wagen gefahren. Ja. Einwandfrei, ja. Aber das Problem ist, ich sag's nochmal, ja. Das Problem ist, dass die Frauen ausgenutzt werden, ja. Weil, entschuldige Schatz, aber weil die null Ahnung von Technik haben. Ich meine jetzt nicht Stellungen oder so, ne? Aber mich hat der Mechaniker jedenfalls nicht über so gehauen. Cerco, was fahren Sie für eine Möhre? Ich fahre ein Auto, BMW. Der hat einen Vierer. Ein Dreier. Wie, mir hast du Vierer gesagt? Nein, es gibt gar keine Vierer-BMWs. Es gibt nur Dreier, Fünfer und Siebener. Nur ungerade Zahlen. Wie, und dieser kleine BMW, dieser Toaster? Roadster. Roadster von mir aus. Das ist doch ein Zweier, oder wie viele Sitzplätze sind da drin? Du meinst echt, ich hätte überhaupt keinen blassen Rad hier von der Technik. Aber ein 7er BMW heißt auch nicht 7er BMW, weil 7 Leute reinpassen. Ne? Und ein Body heißt auch nicht Body, weil der Mechaniker damit Bodybuilding macht. Na, so, nach einer Woche war Ihr Wagen also fertig und dann haben Sie ja diese horrende Rechnung bekommen. Ja, die klebte da vorne an dem... An der Scheibe, die vom Wind schützt. Nee, dieses Armbanduhrenbrett. Hier, soll ich mal zeigen? Oh ja. 2.957,48 Mark. Aha, also fast 3.000 Mark für eine ASU. Ja, aber das war ja noch nicht alles, ne? Ja. Der Typ, der hat mir irgendwelche Sitze da reingebaut, ja? So total versiffte Dinger und dann noch so ein, wie heißt das, wenn die Musik aus so riesigen Schachteln kommt? Ja, Kenwood. Kenwood, genau. Das klebt er jetzt auch auf der Scheibe hinten drauf. Ja. Hat der mir einfach draufgepappt. Ohne Sie zu fragen? Ja, aber das Schärfste, Herr Kaiser. Ja. Diese Zahlen hinter dem Lenkrad, das sind jetzt weniger als vorher. Sie meinen den Kilometerstand? Ja. Aha. Ja, vor der ASU waren es 80.000, nach der ASU waren es 79.700. Da fehlen 300 Kilometer, ja, das ist unglaublich. Haben Sie die Rechnung schon bezahlt? Herr Kaiser, der kann auf sein Geld warten, bis ihm Heckspoiler aus dem Arsch weg. Nee, ich glaube, so weit kommt's nicht. Wieso? Wollen Sie bezahlen? Nee. Aber? Ich hab schon bezahlt. Was? Ja, mit so einem, wie heißt das, wenn die Bank das dahin schickt? Überweisung, das nimmt man eine verdammte, beschissene, gehirnlose Überweisung. Entschuldige, Schatz. Ich beschaff dir das Geld wieder, ja? Ja, das kriegen wir schon wieder hin. Ja? Ich verspreche dir beim Leben meine Kupplung, du. Wann kommt der Kaiser? Der Typ, der Herr Kaiser. Gleich. Der wartet ja schon draußen. Ne? Hey, und der soll auch bloß die 300 Kilometer wieder mitbringen, ja? Genau. Die soll der mitbringen. No. So, Freunde. 3.000 Mark für eine ASU. Warum das so teuer ist, wird uns jetzt ein echter Kfz-Meister erklären. Er hat sich extra für uns die Hände gewaschen. Hier ist Helmut Bäuerle. Und in meiner Werkstatt wird nicht beschissen. So, Helmut, schön, dass Sie da sind. Die Nana kennen Sie ja schon. Das ist Cerco, Ihr Freund, und der möchte Ihnen jetzt mal was sagen. Ja? Was? Ach so, ja, her mit dem Geld. Und her mit den 300 Kilometern. Ich weiß jetzt gar nicht, wovon Sie reden. Ja, von 3.000 Mark, einem Golf Memory in Silbermetallic, in den Sie ein Schiebedach eingebaut haben bei der ASU. Dann von dreckigen Sitzen und von einem dreckigen Buddy. Hören Sie mal, ich bin ein angesehener Kfz-Meister und ich lasse mir meinen Ruf hier nicht kaputt machen. Mhm. Also Sie waschen Ihre Hände in Unschuld. Korrekt. Aha. Da, das ist der Beweis. Der Täter kehrt immer bis zum Tatort zurück. Er hat dich doch angetan. Nee. Was? Ja, also Cerco glaubt, Sie hätten die Nana berührt, oder zumindest den Buddy. Ja, ist das mein Problem, wenn er seine Frau nicht unter Kontrolle hat? Herr Kaiser, ja. Ist kein Wunder, dass so junge Früchtchen wie die auf Männer mit einem ordentlichen Bizeps stehen, ne? Mhm. Und dem ehrlichen Dreck unter den Nägeln. Ja, also Sie meinen, Nana hat Sie angeschraubt? Ja, ist doch immer dasselbe. Ah, ja. Die denken, wegen einem tiefen Dekoupé schraub ich für umsonst. Ja. Aber nicht mit mir. Bei dem springt doch das Getriebe. Ja, die hat doch jeden Tag angerufen. Ja, aber nur, weil ich wissen wollte, wann mein, wie
Wie heißt der nochmal? Möhre. Weil mein Auto endlich fertig ist. Ach, erzähl mir doch nichts, Mädchen. Die ist ja schon quasi nackig in der Werkstatt gekommen. Nackt? Ja, das bisschen Stoff, was die anhatte, damit kann man nicht mal den Ölmessstab abwischen. Was hast du anhabt? Das Gelbe. Ja. Das ist ja gerade mal so breit wie ein Gürtel. Nicht mal. Mann, ey, das hast du mir doch geschenkt. Aber damit ich was zum Gucken hab und nicht so ein geiler Schmiede als Mechaniker. Also schmierig verbitte ich mir aber. Und das Ding hier hat sie übrigens drunter gehabt. Ach, woher wollen Sie das denn wissen, Herr? Ja, war ja nicht zu übersehen. Ich lag gerade unter einem Mercedes. Ja. Klopfte dann die Tür. Ja. Ich roll unterm Auto vor. Ja. Und sehe plötzlich, wie so ein gelbes Kleid über mir weht. Ja. Und unter das Ding hier. Und wo haben Sie Ihre Hände gehabt? Ja, die hatte ich im Sack. Ich bin doch Gentleman, Kaiser. Ja, also, glaubst du mir jetzt endlich? Ja, sicher. Aber Mensch, Nana, was ziehst du dich auch so an, wenn du in die Werkstatt gehst? Ich laufe auch nicht in der Unterhose rum, wenn ich mir ein Auto kaufe. Mann, Celko, der will doch nur vom Thema ablenken. Weil der hat an meiner Möhre rumgefummelt, ja, und all die Sachen gemacht, die ich überhaupt nicht haben wollte. Wenn ich die Sachen gemacht hätte, die du gewollt haben wolltest, wäre ich überhaupt nicht zum Reparieren gekommen. Ich habe nur das Allernötigste gemacht. Gut, Helmut, dann erzählen Sie uns doch jetzt mal bitte, warum auf dem Tacho, nachdem das Auto bei Ihnen in der Werkstatt war, auf einmal 300 Kilometer weniger drauf sind als vorher. 3 Kilometer weniger? 300. Ach so, ja. Ja, ich habe Probefahrt gemacht, das ist bei uns Kundenservice. Ja, okay, aber warum sind da weniger Kilometer drauf auf einmal? Ich bin rückwärts gefahren, ich habe immer noch so einen steifen Nacken. Ja, einen steifen Nacken. Helmut, jetzt mal. Mal ehrlich, unter uns, warum diese hohe Rechnung? Wie kommt das zustande? Herr Kaiser, das war ja nicht nur ASU. An der Kiste war eine ganze Menge mehr zu machen. Mhm. Am Anfang ist mir zum Beispiel gleich mal der Auspuff auf die Birne gefallen. Sie sollen auch unter meinem Auto kein Obst essen, sondern arbeiten. Mensch, Mama. Schau mal, ist sie immer so anstrengend. Ey, was soll das denn jetzt? Ich schwöre, ich habe genau gesehen, wie du jetzt geguckt hast. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich hätte mich von der Kleinen mal nicht verrückt machen lassen. Hat sie bei mir auch versucht. Fest steht eins. Sie hat mir grünes Licht gegeben für ein paar kleine Verschönerungsaktionen an ihrem Jolf. Steigert ja schließlich auch den Wert. Ach, der hat mir doch nur angeboten, ein paar Kratzer aus der Tür zu polieren. Na, 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 na. Jetzt nennen Sie mich nicht auch noch bei meinem Vornamen. Ja, es reicht. Und Ihr Schiebedach, das können Sie wieder haben, aber ich will meine eigenen Sitze zurück. Hör mal, die waren so ausgeleiert, damit wirst du nie durch den TÜV gekommen. Ach, und außerdem habe ich aus Rücksicht auf deinen Geldbeutel Gebrauchte eingebaut. Extra. Von einem Kenwood, ja? Wo nur die eine Schachtel da funktioniert, war auch nie die Rede. Was für ein Schachtel? Boxen. Ja, da funktioniert nur die eine Seite. Kanal. Ja, dafür habe ich aber auch nur den halben Preis berechnet. Das ist fair. Das ist fair, Helmut. Helmut, jetzt sagen Sie uns doch mal dieses Vorurteil, dass Frauen in der Werkstatt betrogen werden, aufs Kreuz gelegt werden. Ist da überhaupt was Wahres dran? Vielleicht beim Jäger Autoservice nebenan. Da hätte ich da nicht für ein Feuer legen. Ah, ja. Dabei verlangt er für eine normale Inspektion schon 50 Mark mehr als ich. Na, das sind Dinge. Ich sage Ihnen nur eines, bei mir ist alles sauber. Ja, Helmut, ob bei Ihnen alles sauber ist, das wollten wir herausfinden. Und Marco Mommsen hat sein Auto mal in die Werkstatt gebracht und auch eine kleine Kamera. Hallo, Top-Freunde. Bei diesem Wagen funktioniert das rechte Vorderlicht nicht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Hallo? Mittag oder? Oh. Ja, toll, Freunde. Kann Helmut seinen Ruf als sauberer Geschäftsmann wahren? Bekommt Nana ihre 3000 Mark zurück? Und kommt Nanas Body noch heute in die Waschmaschine? Wir werden es erleben. Mittwochs zwischen 1 und 2, da ist nämlich im Landbordell Meier immer Happy Hour. Happy Hour? Ich wette, Sie sind nicht der Typ, Mann, der gerne bremst. Ja, Pinsel. Tausend zahlreichen Zuschriften, Anregungen für die nächsten Sendungen. So, dann schauen wir mal, hier haben wir einen Brief. Und zwar schreibt uns hier Frau Moch aus Pfullingen. Warum machen Sie nicht das Thema Hilfe? Mein Hund ist schwul. Würden wir gerne, Frau Moch. Wir suchen noch einen Pitbull mit Dolmetscher-Ausbildung. Talk-Freunde, haben Sie heute Morgen statt Ihrer Freundin einen Brief auf dem Kopfkissen gefunden, in dem sie Ihnen mitteilt, was für eine Niete Sie im Bett sind?
Oder wird Ihre Frau beim Tanken vom Tankwart gefragt, ob er Ihren Versager mal richtig einstellen soll? Dann rufen Sie uns bitte an. Wir suchen den größten Versager Deutschlands. Hallo? Rufen Sie an. Ja, toll, Freunde. Willkommen zurück beim Thema Frauen und Technik. Nanas Golf Memory war zur ASU in Helmuts Werkstatt und das hat 3000 Mark gekostet. Helmut behauptet, bei ihm läuft alles sauber in der Werkstatt und Marco Mommsen war bei ihm in der Werkstatt. Hallo Talkfreunde. Bei diesem Wagen funktioniert das rechte Vorderlicht nicht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Hallo? Mittag oder? Oh. Tag, was gibt es? Ich hab da einen kaputten Scheinwerfer. Könnten Sie den machen? Klar. Gibst du mir gerade mal die Deutschland, oder? Verdammten Dress. Keine Angst. Du wirst wieder recycelt. Oh, du bist wohl ein richtiges Montagsauto, wa? Ja, Herr Mommsen. Ja, da ist also noch einiges mehr zu machen. Oh, was das kostet, das kann ich noch nicht sagen. Ich komme auch erst morgen dazu. Ja, da habe ich volles Verständnis. Hauptsache, Sie machen es gründlich. Pfui, deutsches Handwerk, so auszuspionieren. Pfui. Ich sag pfui. An dem Tag hatte ich fast 40 Fieber. Ich bin trotzdem zur Arbeit, danach fragt kein Mensch. Ja, dann haben sie fast im Fieberwahn das Wischerblatt da abgerissen oder was? Ach, das wird doch beim ersten Windstoß von alleine weggeflogen. Lassen Sie endlich Ihre Ölgriffe von meinem Buddy. Und außerdem will ich jetzt endlich wissen, was der in seiner Pennerwerkstatt mit meiner Möhre angestellt hat, ja? Die hoppelt nämlich jetzt immer so komisch. Ich hab die Möhre ein bisschen sportlicher eingestellt. Ja, ist klar, dass eine Frau damit nicht zurechtkommt. Und außerdem... Außerdem stinkt das da jetzt immer so komisch, so ja. Als ob da ein Tier oder was drin gewesen wäre. Helmut, sind Sie sicher, dass außer Ihnen niemand Nanas Golf angefasst hat? Also an die Autos kommt niemand ran. Ja? Die behandle ich quasi wie rohe Eier. Wo landen wir denn, wenn man nicht mal mehr seinem Kfz-Meister trauen kann? Bei TV Kaiser. Helmut, ich kann verstehen, dass Sie Ihren guten Ruf wahren wollen. Und deshalb wollen wir auch mit jemandem reden, der Sie sehr gut kennt. Die Bullen? Nein, so schlimm ist das nicht. Liebe Talkfreunde, wir wollen jetzt einen guten Freund von Helmut begrüßen. Hier kommt Eddas Kinkler. Ich bin der Eddas und für den Helmut, da lege ich nicht nur meine Hand ins Feuer, da setze ich mich sogar rein für. Ja. Danke, Eddas. Klar, Helmut. Stifte doch. Eddas, schön, dass Sie da sind. So, Sie behaupten also, bei Helmut in der Werkstatt geht alles sauber zu. Wenn Sie Reparaturen meinen, klar. Ach, was könnte ich denn sonst meinen? Hat er nicht vom Pokerabend erzählt? Eddas, Schnauze. Eddas, erzählen Sie. Vor 2 Wochen, da kriegt er doch 4 Asse auf der Hand. Und wissen Sie, was er gemacht hat? Nee. Lässt aus Versehen die Karten auf den Boden fallen. Und dann ist er durch die Werkstatt gerannt und hat gebrüllt, ich dummes, bescheuertes Arschloch. Und dann ist er noch ausgerutscht und in eine tolle Altöl gerutscht. Ja, schön, dass Sie uns das alles erzählen. Aber unser Thema ist ja heute Frauen und Technik und nicht Helmut und Hygiene. Mit Frauen kenne ich mich aus, bin ja schließlich Klempner. Ja? Und was die Technik angeht, ja, muss sie haben, wenn es ums Vorspiel geht. Aber danach muss ein Kopf raushalten. Bitte was? Abschalten, zum Tier werden, da beißt die Maus keinen Faden ab. Also ich habe noch nie gehört gesehen, dass die Maus einen Faden abbeißt. In meinem Beruf erlebt man so manches. Ja. Gut, aber Sie sind ja auch hier, um uns etwas über Nanas Golf zu erzählen. Ja. Den verkaufst du am besten. Was? Meine Möhre verkaufen? Wieso denn? Golf kannst du echt vergessen. Ist viel zu ungemütlich für ein Quickie. Da gehen nicht mal die Sitze komplett zurück. Am besten ist von den Kleinwagen immer noch der Fiat Panda. Da kannst du sie komplett flachlegen. Ja.
Die Italiener wissen, worauf es ankommt. Ja, Eddas, was fahren Sie, ein Pickup? Ich habe gar kein Auto. Nee, wenn ich mal eins brauche, dann bleibt mir der Helmut eins. Ja, Eddas, ist gut jetzt, ist gut. Ach komm, sei nicht so bescheiden, Helmut. Ja, so ist er, seit er eine Fleppe weg hat, da fahre ich halt schon mal für ihn. Kleine Besorgungen zur Videothek, Fusel holen oder mal einen Schweinebauch. Ja, Eddas, machen Sie auch Probefahrten in Kundenwagen? Ja, klar. Der ist ja besoffen, der Eddas. Nee, du hab heute noch nichts gehabt, Helmut. Moment mal, soll das heißen, er hat Ihnen meine Möhre anvertraut? Ich esse kein Gemüse. Golf, Memory, Silbermetallic? Ah ja, neulich hatte ich so einen silbernen Golf. Aha. War eine super Kiste, da ging der zweite Gang noch bei 90 rein. War der das? Nein. Nein? Nein? Nee, war dann nicht. Was war das nochmal für eine Marke? Möhre. Golf. Nee, die Marke kenne ich gar nicht. Na also. Hm. Hey, weißt du, was das ist? Hä? Neuer Essoöl. Dieser Body beweist eindeutig, dass an Nannas Auto rumgepfuscht wurde. Sonst wäre nämlich nicht so dreckig gewesen. Der Helmut hat ja auch keine Waschanlage, sondern eine Werkstatt, ne? Herr Kaiser, wir wollen jetzt das Geld wieder haben. Ja. Was denn für ein Geld? Na, die 3.000, die Nana gezahlt hat. An wen? An Helmut. Wann? Am Montag, mit einer Überweisung. 3.000 Flappen, du hast 3.000 Flappen gekriegt am Montag. Seit er ins Öl gefallen ist, steht er bei mir in der Kreide und jammert mir was vor. Ach was, wie viel Geld schuldet Ihnen Helmut? Einen Riesen. Ja, ich wollte das nachher zurückgeben. Weißt du, das sollte eine Überraschung werden, nach der Sendung. So eine Überraschung. Dann habe ich auch eine Überraschung für dich und brauchst du auch gar nicht auszupacken. Das tue ich nämlich jetzt für dich. Ruhig. Na, Helmut, wenn man ruhig sein will, da kommt man doch nicht in eine Talkshow. Also eben. Ja, los, pack aus jetzt. Ich will Ihnen mal erzählen, wie so eine Probefahrt aussieht. Die mittwochs zum Beispiel, nach dem Mittagessen. Mittwochs zwischen 1 und 2, da ist nämlich im Landbordell Meier immer Happy Hour. Happy Hour? Und weil der Helmut da Hausverbot hat, da spiele ich dann den Postillon d'Amour für ihn, den Freudenexpress, und bringe ihm die Käfer direkt in die Werkstatt. Aha, na, jetzt wissen Sie endlich, warum neue Sitze im Golf sind. Nee, die beiden Käfer habe ich nicht mit dem Golf abgeholt. Den habe ich in eigener Sache gebraucht. Ach, Sie hatten auch Happy Hour? Ja, rund um die Uhr. Wissen Sie, ich bin ein lustiger Mensch. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Da geht's von alleine. Ja, was geht von alleine? Muss nur optimistisch sein. Da kommt der Lachs von ganz alleine in den Kühlschrank. Ja, der geht auch wieder von alleine nach 6 Wochen. Dann kriegt er nämlich Beine. Eddas, was haben Sie mit Nannas Golf gemacht? Das kann ich nicht sagen. Du sagst jetzt, was mit dem Golf passiert ist, bitteschön. Celko. Was denn? Na, so geht das nicht. Wieso? Sie müssen schütteln. Schütteln. Ey, was ist mit dem Golf passiert? Ja, los, pack doch mal aus, Mensch. Los, was ist mit dem Golf passiert? Ey, nicht. Na los. Ich trage eine Brille. Normalerweise. Ja, so, Leute, ne? Also, ist doch kein Western hier, hä? Man kann über alles diskutieren. So, jetzt setzt euch. Komm. Ne? Danke, Marco Mamsen. Das war er. So. Eddas, jetzt lassen Sie aber mal Ihre Zunge rennen. Was ist mit Nannas Golf gewesen? Ach, nix. In dem Golf lief gar nichts. Ich hab die Schnalle abgeholt, aber plötzlich wollte sie nichts mehr wissen von Quixen. Quixen? Also Nachrichten verschicken mit diesem kleinen Ding da von der Telekom. Quixen kommt von Quickie. Und kleines Ding stimmt schon überhaupt nicht. Eddas, mit wem haben Sie gequixt? Das kann ich nicht sagen, John. Gut, Eddas, das verstehe ich. Dann kann ich der Babsi nicht antun. Ist gut. Das kann ich wirklich verstehen. Wir fragen Ihre Quix-Partnerin selbst. Talkfreunde, hier ist Babsi Kakusa. Hi, Babsi. Du Arsch. Hi, ihr beiden. Hi. Hallo. Hallo. Tag, Frau Babsi. Ja. Haben Sie die Sendung verfolgen können, unsere Sendung? Die letzten paar Minuten. Aber das hat gereicht. Ja. Diese Stinkstiefelette, da erzählt nur Müll in Tüten. Der Zeit, dass ich das mal gerade rücke. Ja, dann rücken Sie mal. Ja.
Wir waren zusammen essen bei McDonald's. Mhm. Und auf dem Parkplatz im Auto hat er mir dann aus Versehen ein Big Mac übers Kleid gekippt. Und dann hat er gesagt, ich soll das Kleid mal ausziehen, weil das müsste man sofort sauber machen, sonst gehen die Flecke nicht raus. Ja, das stimmt ja auch. Ja, ja, und damit ich es besser ausziehen kann, hat er meinen Sitz umgeklappt. Aber nicht mit mir. Und dann wollte er mir das Auto noch verkaufen. Ja. Meine Möhre? Das ist mein Job. Ich bin Abteilungsleiterin An- und Verkauf bei Stielers Gebrauchtwagencenter in Wuppertal-Elberfeld. Ja. Ich bin Mitarbeiterin des Monats seit 1995. Ja, Frauen- und Technik-Talk, Freunde. Babsi, bevor wir auf Ihre technischen Fähigkeiten zu sprechen kommen, warum wollte Ihnen Edders den Golf von Nana verkaufen? Ja, ein Golf geht immer gut. Ja. Silbermetallic ist eine gängige Farbe und technisch war der ja auch tipptopp. Ja, und haben Sie gekauft? Jein. Jein? Jein. Wie jein? Also nur die vordere Hälfte? Ich habe ihn nicht von Edders gekauft. Aber zwei Tage später kam der Helmut an mit dem Wagen. Und da habe ich zugegriffen. Hey Mann, ich wollte den überhaupt nicht verkaufen. Aber der hat ja alles. Fahrzeugbrief und so. Übrigens ein super Schnäppchen. 1000 Mark. 1000 Mark. Sag mal, bist du total durchgeknallt? Wieso gibst du denn den Fahrzeugbrief? Hab ich doch gar nicht. Ey, der ist da immer vorne in dem Handtaschenfach, wo nie eine Handtasche reinpasst. Handschuhfach! Handschuhfach, ja? Wieso lässt du da den Fahrzeugbrief denn liegen? Hab ich doch gar nicht, damit ich den nicht verliere halt. So. Und du hast echt meine Karre für 1000 Mark verscherbelt? Ja, hör mal, damit wirst du sowieso nicht durch die ASO gekommen. Ey, mit was für einer Karre fahr ich jetzt die ganze Zeit rum? Naja, ich hatte noch einen anderen Golf. Den hab ich auf die Schnelle umlackiert. Ach, und der zweite hatte auch so ungefähr 80.000 runter. Nee, fast 180.000. Die eins habe ich mit Tippex weggemacht. Ja, ja, ja. Oh, haha. Oh, oh, Herr Kaiser, ich glaube, jetzt haben Sie mich aber ganz schön am Arsch gekriegt hier. Oh, ja, ja. Und zu Recht, wie ich finde. Aber Helmut, ich finde, Sie sollen noch mal eine Chance bekommen, Ihre Ehre wieder gerade zu rücken. Doch, Freunde, was meint ihr? Wollen wir ihm noch eine Chance geben? Ja. Ja? Ja? Nein? Ja? Helmut. Okay, okay. Ich will versuchen, dass die Nana ihren Golf wiederbekommt. Babsi, ich hole den Moin ab, okay? Ja, der ist schon verkauft. Verkauft? Oh, nee. Ja, jetzt fährt irgend so ein Idiot mit meiner Möhre rum und behandelt die bestimmt total unlieb. Ein Teufelskreis. Talkfreunde, jetzt sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Haben Sie Nanas Golf gekauft oder kennen Sie jemanden, der seit kurzem einen Golf Memory in Silbermetallic fährt? Dann rufen Sie uns bitte an. Nana, vielleicht bekommen wir einen Hinweis und dann können wir bestimmt irgendwas regeln, ja? Der Schraubenschlüssel soll aber auch die 3000 Mark wiedergeben, ne? Und den Body. Ja, ach, da lässt der Helmut sich bestimmt nicht lumpen, ne, Helmut? Ja gut, den Lumpen, den kann er wieder haben. Und ja gut, mit der Rechnung, da will ich mal nicht so sein. Ja. Da zieh ich mal 150 Mark von ab. Nee, nee, nix da, nix da. Die ganzen 3000. Ja, kann ich nicht. Ich hab das Geld ja auch gar nicht mehr. Ja, Helmut, dann zeigen Sie wenigstens Ihren guten Willen. Ja, was soll ich denn machen? In eine Bank einbrechen oder was? Nee, nee, lass mal, das ist vor 15 Jahren schon schiefgegangen. Ich bin blank. Aber wisst ihr was? Ihr sollt alle sehen, dass der Helmut kein schlechter Kerl ist. So. Wart mal. Leute, wenn ihr vielleicht ein paar Groschen hättet. Ja komm, ist für guten Zweck. Ja, toll, Helmut. Das machen Sie ich wirklich ja, toll. Ihr bleibt ja auch mal liegen im Auto oder so. Ne? Das ist echt lieb, hör mal. Wer will noch? Wer gibt mal was? Ja, Helmut, Sie sollten Politiker werden. Oh, 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 oh. Gott, Freunde, während Helmut sammelt, wollen wir uns noch mal dem Thema Frauen und Technik zuwenden. Babsi, Sie arbeiten ja im Gebrauchtwagenhandel und Sie sind in Ihrer Firma sogar Mitarbeiterin des Monats. Ja, seit 39 Monaten. Ja, was machen Sie genau? Ja, ja. Hauptsächlich verkaufe ich Autos. Ja. Also, als ich bei Stierles Autocenter eingestiegen bin, hatte ich mit dem Vorurteil, Frauen haben keine Ahnung von Technik, auch lange zu kämpfen. Wie lange? Ja, 3 Tage. Aber seitdem arbeiten bei uns im Verkauf nur noch Frauen. Ja. Warum sind Frauen die besseren Autoverkäufer? Haben die frischeren Atem oder... Mein Chef, der Herr Stierle, war bei mir bei einer Probefahrt mit dem Kunden dabei. Ja. Da haben ihn meine Qualitäten wohl voll überzeugt.
Als Autoverkäuferin oder als Frau? Ja, als Autoverkäuferin und als Frau. Mhm. Wissen Sie, Herr Kaiser, ja, dieses ganze Getue um die Technik, damit gebe ich mich als Frau doch gar nicht ab. Ja. Eine Frau muss ihre Technik nur richtig zu nutzen wissen. Ja. Babsi, dann geben Sie uns doch jetzt mal ein Beispiel. Ich komme als Mann zu Ihnen, will mal so die Preise vergleichen. Wie läuft das ab? Also der typische Mann fragt erst mal, doch, wie, keiner da heute? Ja. Und wie, ich, ja, wie reagieren und ich Sie? Sage, guten Tag, wollen Sie erst mal eine Tasse Kaffee oder möchten Sie sich gleich eins unserer Modelle anschauen? Ja. Nein, mal im Ernst, wenn ich als Mann mich für ein Auto interessiere, da sage ich doch, hören Sie mal hier, der rote M3 Coupé da, der 16-Ventiler, reagiert er beim Anbremsen nicht ein bisschen übersteuert? Dann sage ich, wette, Sie sind nicht der Typ Mann, der gerne bremst. Ja, finden Sie? Ja. Also dieser typische Trick mit der Gegenfrage, ja. Aber gut, wenn ich jetzt nicht locker lasse, wenn ich sage so, ja, wie viele Touren bringt der denn oder, ja, keine Ahnung, sowas. Dann sage ich, sind Sie nicht Mika Häkkinen? Mit Ihnen würde ich gern mal eine Testfahrt machen. Ja, und dann? Ja, dann machen wir eine Testfahrt, ja, und wenn wir zurückkommen, haben Sie das Auto gekauft. Nee. Doch. Nee. Doch. Zeigen Sie doch mal unseren Schulungsfilm. Der Herr Stierle zeigt den allen neuen Verkäuferinnen bei uns. Ja, gut, das wollen wir gerne tun. So, Mika. Das ist er. Mika. Schnittig, was? Ja. Laut Automotorsport ist das der Wagen, an dem die meisten Zettel mit Telefonnummern von Frauen hängen. Oh, echt? Kannst du den mal, können Sie den mal anlassen? Lassen Sie ihn an. Der Motor ist bestimmt schon ganz feurig. Okay. Am besten wir tauschen die Plätze. Ja? Achso. Muss ja irgendwo der Zündschluss sein. Oh. Lass dir Zeit, Mika. Das ist ja dein neues Auto. Warum sagten die Mika zu dir? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was war der Preis? 14.900. 14.500 wegen dem ausgeleierten Sitz. Okay. Und ich komme zum Kundendienst zu Ihnen. Sag mal, deswegen schluckt der Sitz immer urplötzlich zurück. Nana, jetzt hör doch mal auf. Nana, tun Sie das nicht, da kann man krank von werden. Echt? Ja, sehr gut. Nana, jetzt hör doch bitte auf. Das ist super. Ah, ja. Helmut, na, 3.000 schon zusammen? Ich habe schon fast 12 Mark. Na. Was meinen Sie, was der hier wert ist? Oh, da macht Ihnen meine Mutter bestimmt ein saftiges Steak draus. Aber ich sammle noch weiter, bis ich alles zusammen habe, Nana. Das ist richtig. Wann fangen Sie an? Ja, gleich, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Nana, das sind doch gute Vorsätze, oder? Ich will nur meine Möhre wieder haben. Ja. Ups. Oh, Marco! TV, du, ja, da ist was ganz Tolles passiert. Ja. Da ist ein Anrufer in der Leitung, der sagt, er hat den Golf von Babsi gekauft. Jetzt das Tollste. Ja. Er will ihn zurückgeben. Oh, ja. Okay, dann ist sowas noch jetzt. Ja, es geschehen auch Teilchen und Plunder. Hallo, hier spricht TV Kaiser. Hallo. Sind Sie in der Leitung? Hallo. Ja? Hallo. Und Sie wollen den Wagen wirklich zurückgeben? Ja, sicher. Ich habe die Sendung gesehen und mich gleich auf den Weg gemacht. Ja? Ist doch Ehrensache. Ich bin gleich da. Ja, ja, toll, Freunde, das ist so ein versöhnliches Ende, wie man es sich nicht besser ausdenken kann, nicht wahr? Und, gut, deutsches Handwerk ist eine solide Sache, auch wenn man mal dran rüttelt. Und das haben wir doch erfahren. Frauen werden beschissen, Männer auch. Nächste Woche geht es bei uns um Familienplanung. Das Thema heißt, ich will ein Kind, aber nicht von meinem Mann. Und wenn Sie wissen wollen, ob Nana ihre Möhre wirklich wiederbekommt, dann bleiben Sie dran. Ich rechne mit allem, auch mit Ihnen. Bis dann. Tschüss, 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 tschüss. Ich finde das ja so nett von Ihnen. Aber hoffentlich ist das doch wirklich meine Möhre. Hey, ja, sagen wir gleich, warte mal. Hey, Kollege! Ja? Sag mal, ist das der Fahrzeugbrief noch im Handschuhfach? Moment bitte, ich schau mal nach. Na, Sie kriegen Ihre Möhre wieder. So, wo sind Sie gerade? Ich bin gerade runter von der A1. Ich bin gleich bei Ihnen am Studio. Ich finde das ja so nett von Ihnen. Ja. Hoffentlich ist das auch wirklich meine Möhre. Ja, das sagen wir gleich, warte mal. Hey, Kollege! Ja? Sag mal, ist der Fahrzeugbrief noch im Handschuhfach? Moment, ich schau mal nach.
Hallo? Hallo, ist was passiert? Hallo? Scheiße, Scheiße! Ich muss mal aussteigen! Vorne brennt's schon! Oh. Aber keine Angst, ich hab den Fahrzeugbrief! Oh, nee! Oh, mein Gott!